Und weiter geht es im Teil 2. Wir haben in dem ersten Video den Kopf gestrickt, dann haben wir ein Stück des Körpers gemacht, die Arme stillgelegt und 16 Reihen darüber gestrickt ohne Zu- oder Abnahmen. Und jetzt werden wir ein Bein stilllegen. Der Strickfaden muss in der Mitte des Teils sein, so dass die Arme an der Seite sind. Und die vorderen und die hinteren 16 Maschen werden jetzt stillgelegt. Einfach wieder diese Maschen auf die Hilfsnadel heben, genauso wie auch schon bei dem Armausschnitt. Und die nächsten 16 Maschen auch noch stilllegen. Und dann haben wir wieder auf dieser Hilfsnadel 32 Maschen. Und mit den verbleibenden 32 Maschen stricken wir dann das erste Bein. So, das ist das eine Bein und jetzt können wir mit dem zweiten Bein weiter stricken. Da müssen wir wieder schauen, dass wir keinen großen Spannfaden haben. Und so stricken wir jetzt insgesamt zwei Reihen, den Faden wieder schön fest anziehen und stricken zwei Reihen darüber ohne Ab- oder Zunahmen. Und so sieht das Ganze nun aus. Nach diesen zwei Reihen folgen Abnahmen. Und zwar sind die immer in der Mitte. Wir haben hier diese stillgelegten Maschen und in der Mitte, quasi im Schritt, wird dann immer wieder Maschen abgenommen. Also niemals an den Seiten, nur innen abnehmen. Und zwar werden dann immer, wie gesagt, innen die letzten zwei Maschen zusammen gestrickt. Da kommen wir jetzt hin. So, da werden die zwei letzten zusammen gestrickt. Da bin ich ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Und hier die ersten zwei zusammengestrickt. Danach stricken wir eine Reihe darüber ohne Abnahmen. In der nächsten Reihe stricken wir dann wieder am Innen, am Ende der Nadel zwei Maschen zusammen und am Anfang der nächsten Nadel zwei zusammenstricken. Und wieder einmal darüber stricken, ohne Ab- oder Zunahmen. Dann wieder abnehmen und wieder eine Reihe drüber stricken. Das machen wir so lange, bis wir insgesamt 20 Maschen zählen. Dann stricken wir nach jeder Abnahmereihe immer zweimal darüber, ohne Abnahmen. Ab und zu muss man die Maschen wieder verschieben, weil wir ja immer nur innen abnehmen und nicht außen, so können wir von den Maschen von außen ein bisschen nach innen reinschieben, damit wir innen wieder abnehmen können. Wenn wir nur noch 12 Maschen haben, dann stricken wir 5-mal darüber. Dann können wir den Faden abschneiden und ihn durch eine Nadel geben und mit der Nadel alle Maschen aufnehmen, fest zuziehen und den Faden sauber vernähen und abschneiden. Das zweite Bein ebenso stricken und die Abnahmen auch hier natürlich nur innen vornehmen. Wenn ihr neu ansetzt, dann achtet darauf, dass der Anfangsfaden außen bleibt. So kann man ihn später gut vernähen und außerdem entsteht ja sowieso beim Aufnehmen dieser Spannfaden und ein kleines Loch. Das können wir mit diesem Faden direkt ein wenig zunähen.
So wie wir die Beine gemacht haben, so machen wir jetzt auch die Arme. Nur unten abnehmen, nicht oben an der Schulter entlang. Aber am Schluss stricken wir keine 5-mal darüber. Wenn wir also nur noch 12 Maschen auf den Nadeln haben, können wir das Ganze beenden, den Faden abschneiden und alles wieder schön vernähen. Den zweiten Arm ebenso arbeiten. Mit Nähnadel und Faden gehen wir jetzt an der Seite in die Schulter hinein, zwischen Weiß und Rot, und reihen das Ganze ein wenig auf und können die Fäden fest verknoten und anschließend sauber vernähen. Nun brauchen wir weiches Material zum Ausstopfen des Kopfes. Ich habe Füllwatte verwendet, die auch waschbar ist. Den Kopf schön ausfüllen und mit dem Anfangsfaden oben die Kante aufreihen und fest zuziehen und sauber vernähen und den Faden abschneiden. Für die Mütze schlagen wir 4x9 Maschen an und stricken 20 Reihen in rechten Maschen darüber. Nun beginnen Abnahmen. Und zwar stricken wir jetzt 2 Maschen der ersten Nadel und der dritten Nadel zusammen, jeweils die ersten 2 Maschen. Dann stricken wir 3 Reihen darüber ohne Abnahmen. Dann stricken wir jeweils die ersten 2 Maschen der zweiten und der vierten Nadel zusammen und wieder 3 Reihen darüber ohne Abnahmen. In diesem System weiter die Maschen reduzieren, wieder bei der ersten Nadel und bei der dritten Nadel die ersten 2 zusammenstricken und 3-mal darüber und dann bei der zweiten und bei der vierten Nadel jeweils die erste und zweite zusammenstricken und wieder 3 Reihen darüber. In dieser Weise weiter die Maschen reduzieren, bis anschließend nur noch 3 Maschen auf jeder Nadel sind. Dann können wir den Faden abschneiden, ihn durch eine Nadel geben und die verbleibenden Maschen aufnehmen, fest zuziehen und den Faden sauber vernähen. Den Rollrand der Mütze können wir ein wenig hochrollen und dann der Puppe anziehen. Und zwar so, dass ziemlich viel von dem Gesicht frei ist, aber hinten ziemlich weit in den Nacken gezogen wird. Oberhalb des Rollrandes wird nun alles ringsherum festgenäht. Und damit ist das süße Knubbelchen auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.